noch Wortmeldungen für heute? Da möchte ich vielleicht einfach noch mal ganz kurz auf unsere Arbeitsgruppen aufmerksam machen. Schaut einfach mal im Internet unter www.mahnwache-braunschweig.de. Dort haben wir ein Forum eingerichtet, ein eigenes neben Facebook. In Facebook läuft viel schnelle Kommunikation, aber alles, was so mit Organisation zu tun hat, machen wir dann auf der oder im eigenen Forum, auf der eigenen Webseite. Schaut da einfach mal, beteiligt euch. Wir haben eben halt die verschiedensten Arbeitsgruppen. Das eine ist, was Susan eben vorgestellt hat, das ist eine Arbeitsgruppe für Tierrechte, wo wir dann am 11.12. hier eine Mahnwache für Tierrechte machen. Eine andere Arbeitsgruppe ist zum Beispiel dann auch Wirtschaft und Finanzen, wo wir gerade dabei sind, für uns ein neues Zahlungssystem, Tauschmittel zu kreieren, wie wir miteinander in Verbindung treten können, Waren, Dienstleistungen, Hilfeleistungen miteinander austauschen können, ohne den Euro weiterhin dafür benutzen zu müssen. Und da haben wir morgen treffen wir uns dann zum Beispiel bei Anton. Wer da Interesse hat, kann sich da gerne noch bei uns gleich melden. Oder wir haben auch Arbeitsgruppen im Bereich Ernährung, Arbeitsgruppen im Bereich, was haben wir denn sonst noch? Bewusstseinsfindung, Training und solche Sachen. Also es sind ganz viele Sachen, schaut einfach mal. Das heißt, wir wollen nicht nur hier montags reden, sondern wir wollen auch was tun. Und dafür brauchen wir natürlich jede Hilfe. Und wenn ihr irgendwo, oder Musik, was wir hier machen, meistens treffen wir uns freitags, hat sich ja auch jetzt schon erweitert. Und einfach, wo ihr Spaß dran habt, einfach mitmachen. Mitkommen, hinkommen, Spaß haben und eure Talente, eure Ideen, eure Fähigkeiten halt mit einbringen. Und danke auch für das Dankeschön für die Organisation hier. Aber ich sag mal, die Organisation, natürlich sind ein paar, die einiges in die Hand nehmen, immer wieder in einigen Bereichen. Aber die Mahnwache ist das, was wir alle draus machen. Jeder Einzelne kann was dazu beitragen. Und nur so, oder das ist auch die Idee, weil wir sind kein Verein, wir sind keine Organisation, wir sind einfach nur Menschen, die sich hier hingestellt haben und gesagt haben, uns stinkt dieses System. Wir wollen etwas ändern, es muss menschenfreundlicher werden, es muss mehr Frieden her, wir wollen nicht mehr diese Propaganda in den Mainstream-Medien und wir wollen uns vor allen Dingen auch nicht aufhetzen lassen gegen irgendwelche Volksgruppen oder andere Staaten oder sonst irgendetwas, sondern wir wollen zeigen, dass wir für ein neues System, ein besseres System stehen und das sind wir eben halt alle zusammen. Wenn keiner mehr irgendetwas beizutragen hat, Dankeschön. Wenn keiner mehr was beizutragen hat, dann würde ich sagen, wir sind heute hier so mit dem öffentlichen Teil, war ein bisschen kürzer am Ende, aber tauscht euch aus, trinkt vielleicht noch schnell einen Tee und ich freue mich, euch entweder in den Arbeitsgruppen halt zu sehen oder ja, spätestens nächsten Montag. Und wenn ihr Ideen habt, wie wir hier den Winter durchstehen können, wie wir es hier vielleicht ein bisschen kuscheliger kriegen, kommt mit diesen Ideen. Und lasst es uns wissen. Birgit. Sagen wir das Wochenende an, das Weihnachtsessen? Ich bin da nicht nur informiert, wenn du was sagen möchtest, dazu gerne. Ja, wer noch gerne kommen möchte, am Sonntag um 18 Uhr im Momo werden wir ein Weihnachtsessen zusammen machen. Was Nettes, ja? Momo. Momo, das ist an der Luisenstraße, wie heißt das? Julius, ne? Straße, Ecke. Ja, 18 Uhr. Ab wie viel nochmal bitte? Jetzt, nächsten Sonntag, das ist der 7. Sonntag, danke. 7. 18 Uhr. Okay. Die Speisekarte hole ich gleich mal raus. Auf jeden Fall gibt es auch veganes, habe ich gehört, oder vegetarisches Essen. Also auch für die, die dem Tierleid abgeschworen haben, indem sie kein Fleisch mehr essen, ist wohl auch etwas auf der Speisekarte zu finden. Okay, ja, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Gehabt euch wohl, passt auf euch auf und ich freue mich, euch wiederzusehen. Und sprecht mit den Menschen über das, was ihr wisst, denn nur dadurch können wir ein Stückchen weiterkommen, indem viele Menschen davon erfahren. Wir brauchen diese Bildung, wir brauchen diese Information und die müssen wir weitertragen. Eine schöne Woche, danke.